Die aktuelle Studie zeigt, dass sich in den letzten 2 Jahren in unserem Land etwas dramatisch verschlechtert hat. Der Diskurs in der Bevölkerung hat dramatisch gelitten. Wir alle müssen uns Gedanken machen, dass die Gesellschaft in einer Demokratie weiterleben kann. Dazu sind alle Bürgerinnen und Bürger gefragt. Die Politik muss unter anderem zusehen, dass sie Rassismus und Rechtspopulismus entschieden entgegentritt. Die Bundesregierung muss insbesondere die gefährdeten Gruppen, die die Studie sehr schön aufzeigt, schützen. Sie muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass die Zivilgesellschaft gestärkt wird. Auch der Rechtsstaat darf sich Fehler nicht leisten. Die rechtsstaatlichen Mittel müssen ausgeschöpft werden. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo sich jeder entfalten und in Würde leben kann.